Diesmal geht es um den sogenannten Hall-Effekt. Das hat nichts mit Echo oder so zu tun. Es geht vielmehr darum, wie man mit Hilfe eines Magnetfeldes eine Spannung erzeugt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Grundlagenvideo auf Technik selbst erlebt. Eigentlich kennen wir ja schon einen Effekt, bei dem durch ein Magnetfeld eine Spannung entsteht, die Induktion. Allerdings tritt die Induktionsspannung immer nur dann auf, wenn sich das Magnetfeld um einen Leiter ändert. Darum funktionieren Transformatoren auch nicht bei Gleichspannung. Beim Hall-Effekt entsteht eine Spannung allein durch das Vorhandensein eines Magnetfeldes. Also sie ist so lange messbar, wie das Magnetfeld da ist. Die Gemeinsamkeit von Induktion und Hall-Effekt ist, dass man beide mit der sogenannten Lorentzkraft erklären kann. Und darum fangen wir mit der auch an. Benannt wurde die Kraft nach dem niederländischen Physiker Hendrik Antoon Lorentz, der beschrieb, wie in einem Magnetfeld auf eine bewegliche elektrische Ladung eine Kraft ausgeübt wird. Der Effekt ist am größten, wenn sich die Ladung senkrecht zur Richtung der Magnetfeldlinien bewegt. Die Lorentzkraft wirkt dann senkrecht zur Bewegungsrichtung. Wie ein negativ geladenes Elektron abgelenkt wird, kann man sich mit der linken Handregel merken. Wenn man die ersten drei Finger rechtwinklig zueinander abspreizt, dreht man die Hand so, dass der Daumen in die Bewegungsrichtung des Elektrons zeigt. Wenn der Zeigefinger in Richtung des Magnetfeldes gerichtet ist, zeigt der Mittelfinger an, in welche Richtung das Elektron abgelenkt wird. Wer lieber mit der technischen Stromrichtung arbeitet oder die Bewegung einer positiven Ladung wissen möchte, muss dafür die rechte Hand nehmen. Bewegt sich ein Leiter in einem Magnetfeld, bewegen sich mit ihm natürlich auch die Ladungsträger. Die frei beweglichen Elektronen werden durch die Lorentzkraft an ein Leiterende verschoben, wodurch hier ein Überschuss negativer Ladungen entsteht. Die andere Seite des Leiters wird positiv, da die negativen Ladungen hier fehlen. Zwischen den Enden entsteht die Induktionsspannung. Sobald der Leiter und damit auch die Ladungen zur Ruhe kommen, verschwindet die Lorentzkraft und die Elektronen fließen wieder zurück. Beim Hall-Sensor wird der Leiter möglichst dünn und flächig ausgeführt. In eine Richtung wird jetzt ein Strom durch den Leiter geschickt, was bedeutet, es bewegen sich Ladungsträger in die Richtung. Durch ein senkrecht dazu stehendes Magnetfeld lenkt die Lorentzkraft die Ladung ab und es entsteht zwischen den seitlichen Enden des Leiters eine Ladungsdifferenz, die Hall-Spannung. Sie ist so lange messbar, solange ein Magnetfeld vorhanden ist und ein Strom fließt. Mit Halbleitern lassen sich empfindlichere Sensoren herstellen, da die Ladungsträgergeschwindigkeit in ihnen höher ist und so eine höhere Hall-Spannung entsteht als bei Metallen. Insgesamt ist sie aber immer noch zu klein, um mit ihr direkt zu arbeiten. Deshalb wird in die Hall-Sensoren eine zusätzliche Verstärker- oder Auswerteelektronik mit integriert. Beim Beispielsensor ist der Arbeitspunkt der Endstufe so eingestellt, dass ohne Magnetfeld am Ausgang etwa die halbe Betriebsspannung liegt. Je nach Magnetfeldrichtung und Stärke kann sich die Spannung in beide Richtungen bewegen. Die Beschaltung ist denkbar einfach. Es braucht nur drei Anschlüsse, Masse, Betriebsspannung und Ausgang. Durch ein Magnetfeld wird die Ausgangsspannung entweder größer oder, wenn man die Polung des Magnetfeldes umkehrt, kleiner. Auf die Art kann man sowohl die Richtung als auch die Stärke des Magnetfeldes messen. Häufiger als diese linearen Hall-Sensoren werden digitale Sensoren eingesetzt, denn bei vielen Anwendungen dienen die Hall-Sensoren einfach nur als Schalter. Der Ausgang kennt also nur zwei Zustände. Das Signal geht deshalb auf einen Schmitt-Trigger, der ab einer bestimmten Magnetfeldstärke den Ausgang ein- oder ausschaltet. Am Ausgang liegt jetzt keine Gegentaktendstufe eines Differenzverstärkers, sondern ein Transistor mit offenem Kollektor. Darum muss man von außen einen Arbeitswiderstand gegen Betriebsspannung legen. Von hier aus kann man dann direkt zum Beispiel eine digitale Logik ansteuern. Für höhere Ausgangsströme benötigt man einen stärkeren Transistor im Ausgang. Bei noch höheren Leistungen kann man darüber auch einen Thyristor schalten oder als Wechselstromschalter einen Triac ansteuern.
Bei den digitalen Sensoren gibt es drei verschiedene Ausführungen. Unipolare Sensoren reagieren nur auf eine Magnetfeldrichtung. Werden die Pole des Magneten vertauscht, reagiert der Hall-Sensor nicht. Bipolare Sensoren schalten ab einem bestimmten Schwellwert des Magnetfeldes unabhängig von der Richtung. Und die dritte Art sind Hall-Sensoren mit eingebautem Latch, also einem Zwischenspeicher, der den letzten Schaltzustand aufrechterhält. Sie schalten mit einem Magnetpol ein und gehen erst wieder in den Ausgangszustand zurück durch ein entgegengerichtetes Magnetfeld. Ein Magnetpol schaltet die Ausgangsspannung ein. Ein erneutes Magnetfeld in gleicher Richtung bewirkt nichts. Erst mit Umkehr des Magnetfeldes schaltet der Ausgang wieder zurück und behält diesen Zustand bis zum erneuten Einschalten. Man kann also zum Beispiel mit dem Nordpol ein- und mit dem Südpol ausschalten. Und damit haben wir auch schon eine der wichtigsten Anwendungen solcher Hall-Sensoren, nämlich als kontaktloser Schalter. Sie haben vor allem ihre Vorteile gegenüber den mechanischen Schaltkontakten unter sehr ungünstigen Umgebungsbedingungen wie viel Schmutz und Feuchtigkeit. Deshalb gibt es eine ganze Reihe von Einsatzmöglichkeiten in modernen Kraftfahrzeugen. Aber sehen wir uns mal ein paar Beispiele für Anwendungen an. Es gibt einige Computertastaturen, die anstelle von mechanischen Kontakten mit kleinen Magneten und Hall-Sensoren arbeiten. Kleiner Nebeneffekt, man braucht keine zusätzlichen Maßnahmen, um die Tasten zu entprellen. Oder hier eine Anwendung als einfacher, kontaktloser Drehschalter. Es gibt viele Möglichkeiten, den Effekt zum Messen diverser Größen einzusetzen, zum Beispiel als Drehzahlmesser. Eine Scheibe mit Magneten dreht sich vor einem Hall-Sensor und es werden einfach die Impulse gezählt. Mit zwei benachbarten Sensoren und entsprechender Auswerteelektronik lässt sich so auch die Drehrichtung feststellen. Hier eine Art Mengenzähler. Jede der vier Kammern fasst ein bestimmtes Volumen einer Flüssigkeit oder eines Gases und mit dem Sensor wird gezählt, wie oft das Volumen das Messgerät durchströmt hat. Ähnlich könnte man auch ein Längenmessrad konstruieren. Mit jeder Umdrehung hat sich eine Länge unter dem Rad bewegt, die genau dem Umfang des Rades entspricht. Modelleisenbahner können mit kleinen Magneten an den Zügen Schaltvorgänge auslösen bzw. die Position von Zügen feststellen. Nicht immer muss der Magnet selbst beweglich sein. Bringt man ein ferromagnetisches Material zwischen Magnet und Sensor, wird das Magnetfeld dadurch abgeschirmt. Hier vielleicht als etwas antiquiertes Beispiel ein mechanischer Programmierschalter. Aber auf die Art könnte man auch Gegenstände auf einem Fließband zählen oder beim Drehzahlmesser nicht die Magnete rotieren lassen, sondern eine ferromagnetische Lochscheibe. Nach dem Prinzip stellt auch das Gurtschloss im Kraftfahrzeug fest, ob der Gurt angelegt ist. Hier ein Beispiel für einen Neigungssensor. Mit digitalen Sensoren könnte man die Kipprichtung, mit linearen Hall-Sensoren sogar den Neigungswinkel feststellen. Bleiben wir noch ein wenig bei den analogen Sensoren, die mehr als nur zwei Zustände erkennen und mit denen man über den Umweg über das Magnetfeld andere Größen messen kann. Mit einem an einer Membran befestigten Magnet kann man einen Drucksensor bauen. Um einen Leiter entsteht ein Magnetfeld in Abhängigkeit von der Stromstärke. Einige Zangenampermeter nutzen das, um den Strom in einem Leiter zu messen, ohne den Stromkreis auftrennen zu müssen. Auch medizinische Anwendungen des Hall-Effekts sind möglich. Im Blut, das die Adern durchströmt, sind immer Ionen gelöst. Aufgrund ihrer elektrischen Ladung werden sie im Magnetfeld durch die Lorentzkraft abgelenkt, wodurch eine Hall-Spannung entsteht, wenn das Blut fließt. In letzter Zeit werden Hall-Sensoren wieder von einer älteren Technik verdrängt, dem Riedkontakt. Ein Hauptgrund ist der Zwang, immer energiesparende Geräte auf den Markt zu bringen. Ein Hall-Sensor benötigt ständig eine Energieversorgung, um zu funktionieren. Der Riedkontakt ist dagegen ein passives Bauelement, der selbst keinen Strom verbraucht. Das Prinzip ist simpel und wurde schon in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts eingesetzt. Über ein äußeres Magnetfeld werden zwei ferromagnetische Kontaktzungen geschlossen. Um den Kontakt vor Umwelteinflüssen zu schützen, wird er in ein Glasröhrchen hermetisch eingeschlossen. Beide Sensoren haben ihre Daseinsberechtigung und ihre Vor- und Nachteile. Riedkontakte erreichen nur eine ähnlich hohe Lebensdauer bei sehr geringen Schaltspannungen und Strömen. Für hohe Schaltfrequenzen empfehlen sich eher Hall-Sensoren.
Bei sehr starker mechanischer Belastung können Riedkontakte durch Schwingungen unkontrolliert schalten oder es könnten Risse im Glas an den Kontaktdurchführungen entstehen, wodurch die Schutzatmosphäre entweichen kann. Ich hoffe, der eine oder andere konnte ein wenig aus dem Video lernen. Wenn ihr noch andere tolle Ideen habt, was man mit so einem Hall-Sensor noch so anstellen kann, schreibt es in die Kommentare. Genauso wie eure Meinung und Fragen zu dem Video. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.